Guten Tag, meine Damen und Herren. Heute gibt es mal keine Videoanalyse, sondern ich erkläre mal, was hinter den beiden Wikifolios Vektorsignale 1.0 und Short-Term Seasonal Performer steckt. Dazu verwende ich den Vortrag, der am 24. Mai in München vorgestellt wurde, am Social Trading Tag, eine gemeinsame Veranstaltung vom VTAD, Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands und Wikifolio. Das Ganze stand ja unter dem Thema, dass vier Leute, die Wikifolios betreuen, ihre Strategien vorstellen. Es war keine Verkaufsveranstaltung, es war ganz einfach, wurden hier die Strategien mal dem Publikum zur Verfügung gestellt, dass diese vielleicht selbst mal aktiv werden und was Ähnliches machen oder halt entsprechend das Wikifolio dann doch vielleicht erwerben. Das war aber nicht der Hauptzweck, es ging nur darum, dass da mal ein Diskussionstag war, der die technische Analyse etwas weiterbringen sollte. Und mein Part war halt, die Strategien hinter diesen beiden Wikifolios vorzustellen. Wer also nicht dabei war, kann sich diesen Film anschauen. Der ist zeitlos. Das heißt, wer also sich näher informieren will über diese Wikifolios, kann den auch in einem Jahr anschauen. Das ist völlig egal. Das System ist das gleiche. Also fangen wir mal an. Mein Name ist Thomas Bob. Es geht um aussichtsreiche Aktien für Ihr Depot. Unsere Wikifolio-Systeme passen sich automatisch dem Markt an. So, das ist mein Name, mein Bild. Thomas Bob bin ich, Analyst, Charttechniker, bin zuständig für die Frühausgabe Traders Briefing aus dem Hause Traders Media GmbH. Hab früher mal einen Börsenbrief gehabt, der den Namen trug, der Zyklusanalyst. Gibt es nicht mehr, kümmere mich um Zyklen, Entwicklung strategischer Handelssysteme für alles, was sich bewegt und nicht bewegt. Dann werden nämlich Optionen geschrieben, Spread Trading wird auch mit eingesetzt. Das heißt also, es ist sozusagen ein rundum glücklich Paket. Mittlerweile sind auch Forex-Strategien auf saisonaler Basis dabei. Bin Trader und Sucher. Sucher bedeutet, dass ich also immer wieder nach neuen Sachen suche. Irgendwas bringt mich immer etwas weiter. So, und was mache ich jetzt hier? Stell mal die beiden Wikifolios vor und zeige, wie ich die entsprechenden Kandidaten finde. Zum einen mit der Vektoranalyse, erkläre ich kurz, was das ist. Und mit meiner Chartformation Buy Setup. Wer also das Traders Briefing morgens bekommt, der weiß, um was es geht. Aber ich habe hier nochmal das etwas näher ausgeschmückt. Sie werden also hier eine Animation sehen, die Ihnen genau zeigt, um was es da geht. Und das war's eigentlich. Für wen sind die Wikifolios geeignet? Lassen wir mal weg. Ist ja keine Werbeveranstaltung, sondern nur einfach mal die Erklärung dieser Wikifolio. So, wie gesagt, ich bin der Kopf über die beiden Traders, Wikifolios, Short-Term Seasonal Performer und Vektorsignale 1.0. Fangen wir mal an mit dem Wikifolio Short-Term Seasonal Performer. Da muss ich Ihnen erklären, wie da die Signale generiert werden. Und zwar geht es darum, dass ja Handelssysteme meistens auf ganze Aktienuniversen programmiert werden. Das heißt, eine Regel wird auch auf eine andere Aktie genutzt. Das heißt, die Regeln sind immer gleich. Hier wird aber anders vorgegangen. Hier wird für jede Einzelaktie ein Handelssystem entwickelt, welches die speziellen Signale generiert mit einer Zielrendite von mindestens 5% innerhalb von dem Anlagezeitraums von 30 oder 45 Tage. Also ich lasse mir ein Ziel berechnen anhand des Kursverlaufs von 5%. Und wenn das kommt, dann wird das Handelssystem auch umgesetzt. Wenn es keine Zielrendite gibt von mindestens 5%, dann kommt kein Signal. Fehlsignale werden darüber hinaus noch durch einen saisonalen Filter minimiert. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich will die Saisonalitäten mit einbauen und die zeigen nach unten, bekomme ich keine Kaufsignale. Positionsaufbau nur im übergeordneten Trend. Ist klar, wenn die Aktie fällt, darf ich keine Long-Position
aufbauen, bekomme auch kein Signal. Der Stop vom System liegt grundsätzlich zu Beginn bei 15% unter Einstand, wird per Trading Stop nachgezogen und das Verkaufsziel wird bei 30% über Einstand platziert, weil wir haben zwar jetzt eine Zielprognose von mindestens 5%, aber es könnte ja ein Gap bei dieser Aktie geben oder der Trend ist sehr stark und deshalb haben wir hier ein Ziel von 30%. Oftmals kommt es ja auf diesem Weg dahin, meistens zur Konsolidierung. Hier haben wir jetzt dann den nächsten Punkt, Einstieg über Limit oder Buy-Stop-Order, wird demnächst von Wikifolio angeboten, man hat es mir hoch und heilig versprochen. Wir haben jetzt Ende Mai 2014, das heißt, wenn Sie diesen Film später sehen, sollte es dann schon längst eingebaut sein. Positionsgröße zwischen 2% und 5% pro Wert. Kommt darauf an, was das Depotrisiko ist. Pro Position wird das Positionsrisiko am Anfang auf 0,25% gesetzt. Das heißt, wenn eine Aktie unter das Stop-Loss rutscht, sind 0,25% verloren im Gesamtdepot. Das Aktienuniversum wird ständig erweitert durch neue Berechnungen. Mittlerweile sind es für dieses System ungefähr über 230 Werte, die untersucht werden täglich. So, jetzt erstmal zu dem Thema, was ist überhaupt eine Zielrendite? Zielrendite muss ich etwas näher ausholen. Ich benutze eine Software, Vector Bull, die analysiert den Kursverlauf. Das dauert 20 Minuten, bis zu 20 Minuten pro Aktie. Und ich gebe ein Zeitziel an von genau 45 Tagen. Bedeutet, der Kursverlauf wird analysiert und anhand ganz links dem kleinen Fenster hier unten werden die letzten Kerzen untersucht und es wird eine Datenbank erstellt. Und dann schaut dieses Programm jeden Tag, wie oft ist es nach dieser Formation, die wir die letzten Tage gesehen haben, zu einem Kursverlust oder Anstieg gekommen. Was Sie hier jetzt sehen, das ist die Aktie Arealbank. Und diese Aktie hat sozusagen anhand dieser Techniken zwei verschiedene Formationen entdeckt, die eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 63% haben, dass es in den nächsten 45 Tagen, hier ganz rechts sehen Sie es im Kreis, nach oben geht. Und im Schnitt ist es ca. 10% und 11% nach oben gegangen. Das ist also eine Aktie, die würde dann ins Depot kommen. Das ist wann ist das? Ungefähr Mitte Mai berechnet worden. Und da sehen Sie, 16.07.2014 ist das Prognosedatum in 45 Tagen. Und die Erwartung liegt bei 11%. Das wäre eine Aktie, die müssten wir jetzt sozusagen, wenn wir anhand dieses Bildes hier arbeiten, ins Depot nehmen. Da wir aber noch ein Handelssystem drauf entwickeln, geht es jetzt weiter. Das Handelssystem wird jetzt entwickelt und wenn dann hier bullish steht, einmal oder zweimal, und das Handelssystem gibt ein Signal zum Einstieg und die Saisonalität zeigt nach oben, dann kommt eine solche Aktie ins Musterdepot. So, wieso Saisonalität überprüfen? Dazu zeige ich Ihnen jetzt mal die Equity-Kurve eines guten Handelssystems, berechnet auf Dr. Höhnle. Das ist eine Aktie, war die letzte Aktie, die durchgerechnet wurde, weil wir haben hier eine hohe Dividendenrendite und einen sehr niedrigen Buchwert. Sie sehen hier, ohne Saisonalität kommt es oftmals zu einem Anstieg in der Equity, also einem positiven Signal, gefolgt von einem negativen. Das Signal wurde berechnet ab Januar 2010 mit einem Profitfaktor von 2,37. Könnte man sagen, das ist ein gutes System. Profitfaktor bedeutet für jeden, wenn die Zahl über 1 ist, haben für jeden investierten Euro hier in diesem Fall 2,37 zurückbekommen. 12 Trades, davon 8 Gewinner, 4 Verlierer, 66% Trefferquote,
ist eigentlich auch sehr gut. Der Gewinn ist insgesamt 5,83 Punkte. Das sieht auf den ersten Blick wenig aus, aber da die Aktie sehr niedrig notiert, zwischen 6 und 15 Euro in diesem Zeitraum, ist das nicht allzu schlecht auf prozentualer Basis. So, und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt sagen wir, wir wollen nur Signale, wenn die Saisonalität in die gleiche Richtung deutet, wie das Signal anzeigt. Das heißt, bei einer Long-Position muss die Aktie saisonal auch in den nächsten 45 Tagen steigen. Was sehen Sie? Wir haben dieses selbe System, das gleiche System und nur diesen Haken Saisonalität gesetzt. Und schon haben wir einige Trades weniger. Wir haben nur noch die Hälfte der Trades. Wir haben 5 Trades mit Gewinn, einen mit Verlust. Die Trefferquote ist um 15% fast gestiegen, mehr als 15%. Und der Profitfaktor hat sich verdreifacht. Jetzt schauen Sie sich das an. Der Gewinn liegt sogar ebenfalls höher, weil wir durch diese nicht mehr gehandelten Trades hier, die in den Verlust gingen, wie hier zum Beispiel oder hier dieser Trade, haben wir im Endeffekt die Fehltrades schon allein durch die Saisonalität minimiert. Aus diesem Grund haben wir nur Systeme laufen, bei denen auch die Saisonalität mit eingebaut ist, weil wer kann schon darauf verzichten, wenn der Profitfaktor ums Dreifache steigt, das ist nicht immer der Fall. Wer kann schon auf Verlusttrades verzichten? Jeder, und das sind wir auch, deshalb wollen wir das nicht mehr haben. Wir bekommen zwar weniger Signale, aber es funktioniert deutlich besser. So, und jetzt könnten natürlich die Handelssystementwickler sagen, hier, wir wissen ja nicht, ob dieses System auch in Zukunft so gut läuft. Das sieht ja alles klasse aus. So, und deshalb möchte ich Ihnen jetzt gleich sagen, dieses System wurde in dem links angezeigten Bereich Entwicklungsphase entwickelt und es wurde überprüft, ob es auch danach noch funktioniert hat. Denn wir wissen ja nicht, wenn wir jetzt ein System entwickeln bis heute, ob das morgen funktioniert. Wir sind da einen Schritt weiter gegangen. Wir haben gesagt, wir wollen nur ein System, was jetzt funktioniert. Und hier haben wir so ein System. Wenn natürlich Systeme bis 2012 funktionieren und ab 2012 nicht mehr, das heißt, der Profitfaktor fällt unter 1, dann wird das System nicht mit benutzt und wir wollen es überhaupt nicht mehr haben. Wir lassen vielleicht in 2-3 Jahren das Ganze nochmal laufen. Vielleicht findet ja der Computer ein neues System, was funktioniert. Aber wir wollen nur Aktien haben, bei denen die Systeme auch nach dieser Entwicklungsphase noch funktionieren. Und da zeige ich Ihnen jetzt mal Dr. Höhnle. Das ist jetzt ein Chart mit den Positionen, die dieses System mittels Handelssystem angezeigt hat, zum Ein- und Ausstieg, Einstieg in Grün, Ausstieg in Rot und unter Hinzunahme der Saisonalität. Sie sehen hier im Kursverlauf in Türkis die saisonale Linie und wenn die natürlich nach unten geht, dann würde jetzt kein Signal gegeben. Zum Beispiel hier in diesem Bereich ging ja die Saisonalität nach unten. Selbst wenn also hier ein Einstiegssignal generiert wird, an diesem Punkt zum Beispiel, dann hätten wir das nicht angezeigt bekommen, weil ja die Saisonalität ab hier nach unten zeigt. Und das wollen wir ja nicht haben. Und Sie sehen schon hier haben wir 3 Signale und diese 3 Signale wären sozusagen sehr, sehr positiv verlaufen. Nicht nur, weil die Saisonalität es angezeigt hat, sondern weil der übergeordnete Trend, Sie sehen es hier, ist nach oben, hier erst recht. Und wenn wir hier uns das anschauen, ist dieser übergeordnete Trend auch bei dieser Position hier nach oben gerichtet. Hier würde der wahrscheinlich jetzt wieder eine Position irgendwann aufbauen, aber uns ist das egal, wenn wir das nicht angezeigt bekommen, dann tun wir nichts. So, gehen wir mal einen Schritt weiter. Wieso wird dieses Universum immer erweitert? Jeden Tag kommt 1 oder 2 Aktien hinzu. Ganz einfach. Sie sehen jetzt hier den kurzfristigen
Die kurzfristige Entwicklung von geschlossenen Trades. Links haben wir 100 Aktien mal im Bestand. Das heißt, die Signale auf 100 Aktien wurden umgesetzt. Da haben wir 16 Positionen eröffnet und geschlossen. Und wir haben hier einen Profitfaktor von 0,38. Das ist nicht gut. Profitfaktor sollte schon über 1 sein. So, jetzt haben wir hier rechts den Zeitraum ab Januar 2014. Da haben wir das gleiche gemacht mit 230 Aktien. Und Sie sehen, nur die Erhöhung dieses Aktienuniversums hat zwar nicht kurzfristig zu einem Profitfaktor über 1 geführt, aber selbst der Profitfaktor ist von 0,38 auf 0,87 gestiegen. Man muss jetzt hier eins dazu sagen, das Jahr 2014 ist kein gutes Jahr bis jetzt. Was heißt, wir haben jetzt den 27. Mai. Der DAX ist bis gestern seitwärts gelaufen und erst gestern kam es zum Ausbruch in Richtung 10.000 Punkte. Und da sehen Sie auch hier im Kursverlauf. Wir wissen ja nicht, wann eine gute Zeit ist, so ein System zum Laufen zu bringen. Deshalb müssen wir mit dem Schlimmsten rechnen. Und das wäre dann sowas, dass wir halt sozusagen eigentlich kein Geld verdienen kurzfristig. Aber wenn man das dann langfristig sieht, muss das so wie hier rechts positiv sein. Was Sie hier rechts sehen, ist nämlich, das sind die ganzen Signale ab Anfang 2010. Das heißt, kurzfristig kann es hier nach unten gehen für uns, aber langfristig wissen wir, weil wir ja nur Systeme haben, die auch funktionieren, dass es trotz einer solchen negativen Phase nach oben geht. Und Sie sehen, hier haben wir kurzfristig 0,38%, einen Profitfaktor von 0,38. Langfristig gesehen wissen wir aber, wir kommen sehr gut raus, weil der Profitfaktor ist auf 3,95 nach oben geschossen. Das ist jetzt das Universum nur mit 100 Aktien. Jetzt schauen Sie sich das an. Wir haben jetzt das Bild mal etwas erneuert mit dem Universum erweitert auf 230 Aktien. Da sehen Sie, der Profitfaktor liegt bei 4,4. Das ist eine massive Steigerung und im Gegensatz zu diesem massiven Rutsch im vorhergehenden Chartbild sehen Sie, ging es hier seitwärts. So, ich gehe jetzt nochmal zurück, da sehen Sie das etwas genauer. Hier war es. Schauen Sie sich das an. Ab Juni 2011 ging es mit dieser Strategie nach unten und im längerfristigen Universum ging es hier in derselben Phase mehr oder weniger sogar leicht nach oben. Das ist der Grund, wieso wir jeden Monat, jeden Tag der Woche dieses Universum um einige Aktien erweitern. So. Und hier sehen Sie jetzt nochmal die beiden Kursverläufe nebeneinander. Hier sieht man das nochmal ganz klar. Kleines Universum, deutlicher Drawdown, großes Universum, mehr oder weniger seitwärts oder leicht nach oben. Wir müssen mit so etwas hier immer rechnen. Und aus diesem Grund verwenden wir sozusagen ein sehr großes Universum. So, jetzt geht's weiter. Wir wollen ja etwas schneller machen. Dieser Vortrag, es sollte eigentlich nur 25 Minuten dauern, jetzt haben wir aber schon 19. Nichtsdestotrotz können Sie sich den ja auf zwei Teile anschauen. Aber Sie sollten wissen, dass Sie sowas auch selbst machen können. Sie müssen also nicht unbedingt die Wikifolios kaufen. Allerdings gebe ich zu bedenken, für jede Aktie braucht der Computer ungefähr einen kompletten Tag zur Berechnung eines Handelssystems. Zeige ich Ihnen nachher auch noch ein Beispiel. So, wie funktioniert das überhaupt? End-of-Day-Kurse werden benutzt und man gibt ein Zeitziel an in der Haltedauer. Das heißt, wir haben jetzt eingestellt 45 Tage. Das ist das Zeitziel. Jetzt nimmt der Computer die Kurse und er sucht die mit diesem Zeitziel, erstellt eine Datenbank. Diese entsprechenden Kerzen der letzten 10, 20 Jahre werden deklariert als Pattern und die werden dann untersucht, wie oft das gleiche Pattern zu einem Anstieg von
5%, mindestens Anstieg von 5% geführt haben. Wie oft war die Trefferquote? So, dann wird das Ganze statistisch ausgewertet und wenn diese Trefferquote deutlich über 50% ist, dann wird ein Handelssystem entwickelt auf dieses Pattern und ergibt sich ein positives Pattern, kommt dann irgendwann mal ein Handelssystem raus, was funktioniert. Hier unten steht es nochmal, 2/3 des Kursverlaufs dient zur Erstellung, letztes Drittel zur Überprüfung. So wissen wir immer, dass das Handelssystem nicht Backtest optimiert ist, sondern auch im realen Betrieb funktioniert. Das wird übrigens auch noch auf anderen Konten umgesetzt und funktioniert sehr gut. So, hier sehen wir jetzt zum Beispiel mal einen solchen Signalbildschirm, wie ich ihn jeden Tag ausgeworfen bekomme. Das sind jetzt die offenen Bestände dieser Aktie. Da ja immer wieder neue Aktien hinzukommen, müssen die nicht unbedingt im Depot sein, weil wenn ich jetzt zum Beispiel die Deutsche Wohnen erst gestern mit ins Universum aufgenommen habe, konnte ich diese Aktie am 16.05. nicht reinnehmen, weil da wusste ich ja nichts vom Signal. Deshalb, das ist jetzt das aktuelle Depot. Normalerweise, wenn das Aktienuniversum nicht erweitert werden würde und ich hätte es seit Beginn des Short-Term Seasonals Performer immer gehandelt. Hier sehen Sie ganz rechts, wo der Pfeil ist. Das ist die entsprechende Kauforder und demzufolge kann ich also eigentlich bei Wikifolio momentan nur mit Limit einsteigen, weil was wir hier sehen, ist eine Limit-Order. Das könnte ich jetzt morgen ins System einspeisen, wenn hier jetzt steht Buy Stop Open plus 0,9. Geht momentan noch nicht, soll aber in den nächsten 4 Wochen kommen. Dann kann ich dieses Wikifolio wirklich korrekt umsetzen. Dann könnte ich auch Stop-Aufträge und Kurszielaufträge, wie Sie hier oben sehen, direkt einstellen. Und so soll das normalerweise auch sein. Momentan geht es noch nicht. So, hier kommen wir zum Aktienuniversum des Short-Term Seasonal Performance. DAX, MDAX, SDAX, TechDAX, USA haben wir Dow Jones, Nasdaq 100. Die Dividendenaristokraten mit sehr hoher Dividendenrendite sind über 100 Aktien, habe ich noch mit hinzugenommen, ist auch schon fertig. Und jetzt wird langsam das Ganze erweitert um Aktien mit einer Dividendenrendite größer 3,5% und einem Buchwert unter 2. Das heißt, die Aktie dürfte, wenn sie bei 20 steht, muss der innere Wert der Aktie anhand allem Geld, was in der Firma steckt, wenn man alles verkauft hat, also was da übrig bleibt, dann dürfte die Aktie sozusagen nicht weniger als die Hälfte wert sein. Die Aktie wird mit 20 gehandelt, der Buchwert ist 11,5. Aus diesem Grund wäre das jetzt eine Aktie, die man untersuchen würde, wenn die Dividendenrendite über 3,5% liegt. Momentan lasse ich Aktienindizes durchrechnen, dauert aber noch etwas. Da schalten wir jetzt mal kurz um auf den Live-Bildschirm, denn damit Sie mal sehen, wie lang so etwas dauert, dieses System hier errechnet jetzt Handelssysteme auf den FTSE 100 Index und hat und wurde gestern Mittag um 14 Uhr gestartet. Und da sehen Sie hier, dieses System hat momentan 21.049 Berechnungen durchgeführt seit dieser Zeit und hat 1.264 Handelssysteme gefunden, die nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch jetzt funktionieren. Und Sie sehen hier allein jetzt in diesem Moment hat das System umgeschaltet auf 21.052 Berechnungen und jede Berechnung braucht bei diesem System, je länger der Kursverlauf ist, umso länger. Wir haben hier jetzt sozusagen pro Berechnungsvorgang ungefähr 2 Sekunden. Damit Sie wissen, wieso das so lang dauert, habe ich mal gedacht, ich zeige Ihnen mal das Ganze, wie das jetzt hier so funktioniert. So, schalten wir jetzt um, denn es geht jetzt weiter mit unserem System Vektorsignale 1.0. Wenn Sie im Traders Forum die ganzen Videofilme anschauen, dann werden Sie bestimmt schon mal was gehört haben
von der Chartformation Buy Setup. Die ist hier zuständig im Wikifolio Vektorsignale 1.0. Aber auch nicht nur das, hier werden auch Aktien reingenommen nach der gleichen Systematik wie Short-Term Seasonal Performer. Die müssen aber zusätzlich noch eine Buy-Setup-Formation ausgebildet haben. Alles andere ist eigentlich gleich. Was ist die Buy-Setup-Formation? Ist ein Positionsaufbau im übergeordneten Trend, Trendfortsetzungsformation. Das Stopp wird hier allerdings nicht durch die Systematik vom Short-Term Seasonal Performer vorgegeben, sondern von der Charttechnik. Das Ganze ist etwas spekulativer, weil man hier mit Gewinnen in einem bullischen Gesamtmarkt von 5-15% in 15 bis 30 Tagen ausgeht. Der Einstieg ist über das 10-Tage-Hoch, Positionsgröße bis zu 10% des Gesamtkapitals, Depotrisiko ist variabel 0,25-2%. Aktienuniversum ist das gleiche, aber wir schauen hier noch Indexaktien aus den USA vermehrt durch. Das hört sich jetzt alles kompliziert an, ist es aber nicht, weil ich Ihnen jetzt genau erkläre, was diese Buy-Setup-Formation ist. Buy-Setup-Formation ist eine Formation für Trendfortsetzung und ich habe zwei Programme, die das herausfiltern. Einmal eins mit einer Filtertabelle mit 12 bis 13 Einstellungen und einmal über ein Pattern, eine Pattern Recognition Software, die mir die Chartformation anzeigt. Buy Setup kommt durch den 9- und 18-Tage-GD. Der 9-Tage-GD muss waagerecht laufen, der 18er muss steigen. Wir hätten vorher ein Kaufsignal gehabt und wenn der Kurs über das 10-Tage-Hoch steigt, dann haben wir einen Einstieg. Hier sehen Sie nochmal den Grundsatzartikel, konnten Sie nachlesen im Traders Februar 2007, können Sie sich, glaube ich, bei Traders noch erwerben als PDF, nur mal als Hinweis, aber Sie kriegen es ja eigentlich hier schon nachfolgend jetzt gezeigt. So, also, wie sieht diese Formation denn überhaupt aus? Was wir hier jetzt sehen, ist ein richtiger Chart, Kerzenchart, das war mal eine Aktie, die wirklich so gelaufen ist. Hier kommen jetzt die beiden gleitenden Linien rein. Die GDs stehen auf Kauf, weil der kürzere GD in braun über dem blauen GD läuft. So, und jetzt irgendwann kommt es ja zu Gewinnmitnahmen. Das bedeutet, der kurze GD dreht nach unten ab, während der blaue noch steigt. Hier haben wir natürlich jetzt schon das Beispiel, dass der blaue auch langsam fällt. Aber das ist ein richtiges Buy-Setup. So, und jetzt müssen wir natürlich darauf achten, auf das 10-Tage-Hoch. Das wäre jetzt hier diese Buy-Setup-Signallinie. Wenn der Kurs über diesen Punkt steigt, ist das eine Long-Chance. Das heißt, wir sollen dann long gehen. Und wenn alles funktioniert, dann kommt es so wie hier. Und jetzt haben wir hier nochmal diese Signallinie automatisch eingefügt und der ideale Ausbruchstag aus dieser Formation beginnt ab dem 9. Tag. Und ich hatte in dieser VTHD-Show, hatte ich gesagt, wir haben gestern die größte Wahrscheinlichkeit, es ist der 27.05.2014, wir hatten gestern die größte Wahrscheinlichkeit, dass der DAX auf ein neues historisches Hoch steigt und die größte Chance über 10.000 Punkte zu steigen. Die ist immer noch vorhanden, mein Ziel ist deutlich höher, aber anhand dieses Charts, das wir nicht nur im DAX sehen, sondern auch im S&P 500 und im IBEX 35, war die größte Wahrscheinlichkeit gestern vorhanden, dass es zu einem Ausbruch kommt und der DAX ist wirklich mit einem Gap nach oben gestiegen. So, wo setzt man nun seinen Stop? Dafür gibt es natürlich auch eine Linie, das ist eine Standard-Deviation-Linie mit einer bestimmten Abweichung und die nutze ich natürlich dann als Stop-Hinweis, benutze aber dann im Endeffekt die Chart-Technik, um das Stop näher zu bestimmen. So, das hört sich natürlich, wie gesagt, kompliziert an, aber Sie können sich den Film ja auch gerne zweimal anschauen,
wenn es wirklich kompliziert wird. Aber sie werden auf jeden Fall nicht dümmer. Sie werden sehr schlau, denn allein das Finden dieser Formation hat ungefähr 10 Jahre gedauert. Für sie dauert es nur 10 Minuten. So, und jetzt zeige ich Ihnen mal ein Beispiel, was wir alle gern nach der Ausbildung dieses Buy-Setups gekauft hätten. Denn wir haben hier eine Aktie aus Amerika, Standex International, hatte ich, glaube ich, irgendwann vielleicht am Forum mal präsentiert. Das Papier hat ein Buy-Setup gemacht, ist am Folgetag mit dem Gap nach oben und ist dann von 60 auf knapp 74 Dollar in 4 Tagen gestiegen. Schön ist, dass man dann sagen kann, wenn man solche Bilder sieht, es könnte funktionieren. Sie sehen hier links, es gibt auch die Sell-Setup-Formation, die ist umgekehrt, aber Sie sehen, da kam dann zum Beispiel hier nicht mehr viel. Das hat nur kurzfristig funktioniert für einige Dollar und dann ging es in die andere Richtung. So, hier zeige ich jetzt mal das Beispiel Arealbank, denn das war damals der erste Kauf in diesem Wikifolio Vector Invest 1.0. Und zwar hatte ich die Chartformation im Filtermodell, aber auch hier entdeckt und bin in dieser Aktie nach Erstellung dieses Wikifolios long gegangen. Und Sie sehen, was aus dieser Aktie geworden ist. Die Aktie ist nach diesem Einstieg langsam über die nächsten 4 Wochen nach oben gegangen, hat noch ein zweites Buy-Setup ausgebildet und wir sind dann sozusagen nahe dem ersten Top aus dieser Aktie ausgestiegen. Die ist dann nochmal zurückgelaufen bis zum ersten Einstieg, aber das ist für uns dann egal. Es handelt sich ja hier nur um eine Strategie, die 15 bis 30 Tage Haltedauer besitzt. Jetzt im Nachhinein kann man natürlich sagen, hier hätte man die nur länger gehalten, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Sinn ist, solche Formationen zu handeln und an entsprechenden Gewinnzielen rauszugehen. Unlängst ergab sich ein Setup in Gary Weber. Da musste die Aktie über 39 steigen, weil das Papier sich auf hohem Niveau hält. Wir haben hier ebenfalls ein Buy-Setup. Die blaue Linie war ein ehemaliger langfristiges Hoch und dient jetzt als Unterstützung. Und da habe ich damals im Forum gesagt, das Papier ist ein Kauf über 39. Weil wenn die Aktie über 39 geht, dann ist auch der Langfristwiderstand aus dem Jahr 2012 überschritten. Und diese eigentlich normalerweise bärische Formation wurde dann nach oben verlassen. Übrigens haben wir diese Aktie, obwohl dieses Buy-Setup neutralisiert wurde, haben wir die gestern nach einem Ausbruch über 39 Euro mit billigst ins Depot aufgenommen und warten jetzt, was da passiert. Unser Kursziel liegt in dieser Aktie, wenn wir nochmal hier zurückgehen, im Bereich von 50 Euro. So, das ist das Aktienuniversum des Vektorsignale 1.0. Hier sehen Sie es, dasselbe eigentlich wie für das vormals präsentierte System. Was halt hier noch ist, hier kommen weitere US-Aktien hinzu, weil Buy-Setups funktionieren sehr gut in US-Aktien. Die müssen wir natürlich dann auch über Wikifolio handeln können. Aber das ist das Aktienuniversum des Vektorsignale 1.0. So, meine Damen und Herren, das war es jetzt. Es hat doch etwas länger gedauert als erwartet. 35 Minuten sind rum. Heute habe ich keine Kaufempfehlung für Sie. Wenn Sie das Traders Briefing gestern Morgen bekommen hatten, dann wären Sie im DAX bei Ausbruch long gegangen und wären eventuell immer noch long. Wir hatten ein Buy-Setup und wenn Sie denken, dass das nicht funktioniert, schauen Sie sich mal den DAX an Ende Mai. Wenn Sie das später sehen als Ende Mai, Ende Mai 2014, dann sollte der DAX schon längst über 10.000 Punkte handeln. So, das war's. Wie gesagt, bedanke mich für Ihren Besuch in Bobs Analystenstube. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.